Die Matrikel der Thomasschule aus den Tagen Bachs ist der Ausgangspunkt für die Spurensuche vor Ort. Auf ihren Seiten haben sich die Schüler eingetragen mit Namen und Geburtsort. Für die Forscher eine Art Fahndungsliste. Hier haben wir jetzt also noch einen Thomaner, der unter Bach aufgenommen wurde. Gabriel Gottlieb Tröger, der sich hier eingetragen hat. Tröger, Russ, steht hier etwas undeutlich. Geboren in Aurobachi, also Auerbach im Vogtland, 1720. Der Vater war Johannes Gabriel Tröger, Rektor in Auerbach. Der Sohn Gabriel Gottlieb wurde aufgenommen auf die Thomasschule am 4. Dezember 1733 und er versprach, auf der Schule zu bleiben 7 Jahre, also eine ganz gewöhnliche Zeit. Und wurde dann auch, wie wir hier erfahren, die Missus Honeste, also ehrenhaft, entlassen 1739. Bernd Koska verlässt die Messestadt Leipzig Richtung Süden in die Provinz zu den Wurzeln des Thomasschülers Tröger. In Ronneburg in Thüringen macht er Zwischenstation. Hier kennt er in der Marienkirche jeden Winkel. Gemeinsam mit dem Kantor Thomas Leich durchstöbert er wieder einmal das alte Kirchenarchiv. Da sich Bernd Koska auf die Thomaner spezialisiert hat, die später Kirchenmusiker in Mitteldeutschland wurden, hofft er auf einen Glückstreffer. Das ungeordnete, jahrhundertealte Archiv weckt seinen Entdeckergeist. Tage und Wochen hat er hier schon verbracht, denn genaue Bestandslisten oder gar Findkataloge gibt es nicht. Er stößt auf eine Abrechnungsliste von 1740-41, Bachzeit. Zeichen des Postgeldes und Botenlohnes, so in den abgewichenen 1740. Jahre wegen der Musikalien aufgewendet. Und hier hat man jetzt die seltene Erwähnung, dass wirklich genau aufgelistet wurde, wohin die Pakete gingen. Pakete mit Musikalien, also Noten. Haben die Kirchenmusiker sich so mit neuem Material versorgt? Und spielte Bach dabei eine Rolle? Genau, und hier ist jetzt Bach. So, quasi 5 Groschen, 6 Pfennige vor Herr Kapellmeister Bachen, den 16. April. Hat da quasi also Noten zu Bach geschickt aus seiner eigenen Bibliothek oder vielleicht Stücke, die er von Bach ausgeliehen hatte. Hier steht sogar mal der Titel der Kantate. Herr Gott, dich loben wir. Bachwerke Verzeichnis 16 hatte sich der Kantor von Ronneburg ausgeliehen. Man muss sich das so vorstellen, dass prinzipiell jeder Kantor in Mitteldeutschland ein Korrespondentennetz hatte, wo er sich mit Kollegen mit Musikstücken versorgt hatte. Man muss sich ja klar machen, dass jeder Kantor in der Regel für jeden Sonntag neue Musik liefern musste, die die Gemeinde nach Möglichkeit noch nicht gehört hat. Deswegen brauchte man also einen riesen Fundus. Und so hat das natürlich auch Bach gemacht und auch Kantor Koch in Ronneburg. Die waren halt durch Briefkontakt miteinander verbunden, haben sich aus ihren Bibliotheken eigene oder auch fremde Werke ausgeliehen, gegenseitig und hin und her geschickt. Auch wenn die verschickten Noten selbst nicht erhalten sind, ist das Dokument aufschlussreich für die kirchenmusikalische Praxis zu Zeiten Bachs. Das freut den Nachwuchsforscher, der sich auf alten Kirchendachböden wohlfühlt. Das Schöne an solchen abgelegenen und kaum aufgearbeiteten Archiven ist, dass man wirklich noch Dinge finden kann, die seit 200 Jahren niemand mehr in der Hand hatte. Und dadurch gelingen natürlich einfach Funde, von denen man vorher nicht mal ahnen konnte, dass die existiert haben, eben wie solche Verzeichnisse, wo plötzlich die gesamte Kirchenmusik von so einer Stadt ein plastisches Bild bekommt für einen Zeitraum von mehreren Jahren. Kantor Thomas Leich lässt zum Abschied Bach auf der Orgel der Marienkirche erklingen.
Koska zieht es jetzt weiter zum Geburtsort des Thomaners und Bach-Schülers Gabriel Gottlieb Tröger nach Auerbach im Vogtland. An der dortigen St. Laurentiuskirche war Tröger nach einem Universitätsstudium in Leipzig Kantor geworden. Als Rektor der Schule in Auerbach hatte er in Personalunion diese Position inne. Dokumente zu Trögers Nachlass sind noch erhalten. Nach seinem Tod wurde penibel aufgeführt, was er besaß. Sein Hausstand, seine Möbel, Bargeld und seine Bibliothek. Auch Musikalien haben sich darunter befunden, erfährt Bernd Koska aus den Unterlagen. Leider ohne genauere Bezeichnung. Da hilft ihm ein anderer Nachlass weiter, der des 1794 verstorbenen Organisten von St. Laurentius. Dort sind alle Musikwerke aufgeführt. So, hier die Rubrik Orgelbücher. Und darunter findet man Bachs Orgelstücke, zwei Bände, geschrieben. Und was bedeutet dieser Fund nun für den Bachforscher konkret? Das heißt, dass Johann Sebastian Bach auch Ende des 18. Jahrhunderts noch bekannt war, vor allen Dingen als Komponist von Werken für Tasteninstrumente, also Orgelwerke. Und dass selbst in kleinen Städten wie Auerbach, das ist ziemlich weit entfernt von Leipzig im sächsischen Vogtland gelegen, dass selbst da also noch eine Überlieferung vorhanden war und Bach offensichtlich als Meister verehrt wurde. Der Besuch in Auerbach hat sich also gelohnt. Die Erkenntnis, die Schüler Bachs haben seinen Ruf und seine Musik weit über seinen Tod hinaus verbreitet. In seiner Dissertation fasst Bernd Koska seine umfangreichen Rechercheergebnisse zusammen. Er zeichnet auf, welche Karrieren die Thomaner Bachs später als Kirchenmusiker in Mitteldeutschland machten. Unzählige Aufzeichnungen der Vorortrecherchen, die dann in der Anlage einer Datenbank münden, verhelfen dem Forscher, einen fundierten quantitativen Überblick zu gewinnen. Eine Frage interessiert den jungen Forscher besonders. Konnte Bach seine Schüler dafür begeistern, später einmal in seine Fußstapfen zu treten? Wir haben in unserem Projekt tatsächlich feststellen können, dass viele der Thomaner, die von Bach unterrichtet worden sind, auch den Beruf ihres Lehrers wieder selber ergriffen haben und selber Kirchenmusiker geworden sind. In verschiedenen Städten Mitteldeutschlands, die wir uns dann genauer angeschaut haben und untersucht haben. Und wir sind dabei auf eine Vielzahl von Quellen gestoßen, die uns ganz viel sagen über das kirchenmusikalische Leben an diesen Orten zur Zeit der Schüler von Bach. Das heißt doch, dass Bach als Lehrer nicht ganz unerfolgreich war in seinem Tun. Nein, man kann sogar sagen, dass seine Schüler bevorzugt diese Stellen erhielten. Es schien also wirklich ein großes Prestige damit verbunden gewesen zu sein, wenn man sagen konnte, Bach war mein Lehrer.